Hallo meine flinken Blockhüpfer und herzlich willkommen zurück. Vielleicht bei heute einer interessanten Runde 7 Days to Die. Oder vielleicht auch entspannt. Schauen wir mal, was kommt. Heute ist dann auch irgendwann noch Horde-Nacht. Wird aber erst in der nächsten Folge sein. Ich war fleißig so ein bisschen in der Nacht. Ich mache nicht viel, wo ihr nicht viel sehen könnt. Bin meistens auch hier. Bekomme eigentlich gut Besuch, finde es immer sehr angenehm. Kann ein bisschen mit meiner Armbrust hier spielen. Wenn ihr vorbeikommt, werden die einfach platt gemacht. Hab hier uns Öl vorbereitet. Haben wir mit dem Ölschieber, was wir ja gefarmt hatten. Haben wir jetzt eine ganze Menge Benzin. Und hier hat, ich glaube, jetzt nichts mehr weiter. Genau. Hab uns noch einen schönen Chili Hotdog gemacht. Wir hatten das ja schon da und hab mir gedacht, naja, komm, mach's da einfach mal. Hier sind wir noch ein bisschen an Einspeisen. Und ich würde sagen, wir machen erstmal weiterhin geschmiedeten Stahl. Das brauchen wir. Eisen müssen wir also jetzt schon wieder sammeln. Da werden wir auf jeden Fall weiter Punkte vergeben. So, Punkte haben wir sogar. Wir haben 2 Punkte. Wir können, wenn ich den nächsten Punkt hier reingebe, können wir jetzt hier überall 4 und hier können wir nochmal einmal hochpushen. Die nächsten Punkte gehen jetzt da unten rein. Ich wollte jetzt erstmal mit der Ausdauer das nochmal machen. Weil wir ja doch öfters dann mal ein bisschen was bearbeiten müssen und so. Und von daher passt das soweit. Heute hatten wir gesagt, wir wollen so ein bisschen säubern. Das machen wir auch. Wir gehen säubern. Ja, bitte, was ist los hier? Wer ist hier? Wo ist was? Ah, guck mal hier. Habe ich übrigens schon mal umgeändert, ne? Dass wir die Haltung nach zur Mitte bekommen. Ist ja egal, wir werden hier noch weitermachen. Da kommen wir ja dann auf jeden Fall durch. Und hier muss, habe ich mir überlegt, muss ich ja nochmal aufschlagen, weil ich es ja natürlich nach da noch erweitern wollte. Ja. Was war denn? Hallo? Ach, da ist er. Ja, hallo und gute Nacht. hier habe ich jetzt so gemacht, dass es bis hierhin vorne hingeht. Hier wird vorne dann jetzt, ich glaube noch einen Block mache ich rauf. Hier noch einen drauf. Muss ich mal gucken, oder ich lasse es vielleicht als Abschluss. Und hier wird dann, glaube ich, die Brücke sein. Hier werden wir so machen, dass wir rauffahren können. Sprich, hier dann eine Rampe integriert auf der Straße, sodass wir da reinkommen. So, da können wir hier hoch. Dann geht das auf durch einen elektrischen, durch einen Sensor dann. Macht er die Brücke auf und fahren dann hier rein. Ja, doch, ist eine elektrische. Es gibt ja die Standardbrücke, die manuelle. Die machst du selber auf und die elektrische kannst du dann einstellen mit Sensoren. Dann fahren wir hier rauf. Hier will ich dann gucken, wenn ich hier nämlich das nach dorthin noch erweitere. Hier, warte mal, nicht da. Hier würde ich es gerne erweitern und wir gucken, dass ich hier eine Rundung reinkriege. Genau, das soll, ab hier soll es eine Rundung werden. Hier so eine kleine Rundung, da eine Rundung, dann dort eine Rundung. Das ist so eine kleine Rundung, dass wir da auch so türmchenartig anzeigen können. So, weißt du, was ich meine? Dass wir so eine kleine schwebende Festung haben, die wir eigentlich im Berg reinzimmern wollten. Oder auf dem Berg. Machen wir jetzt hier auf unserer Brücke. So, jetzt habe ich wieder viel herum um den heißen Brei gequaggelt. Klatsch. Daher habe ich hier schon gelootet eigentlich, oder? Ja, ne? So, damit du mich nicht mehr irritierst. Und natürlich war es sinnvoll, dass ich mich auf das Ding setze, während ich ein Messer habe. Bewaffnet solltest du schon sein. Ruckelt und huckelt und zuckt. Was? Die Rand! Die Rand! Na, Rack! Die Rand! Da ist noch ein Dicker. Da sind noch. Bleib stehen! Bleib stehen, ich will mit! So. Wo, warte mal, da in die Richtung. Na, komm doch! Komm doch! So. Sind da hinten ein paar runtergesprungen, habe ich gesehen. Ja, ja, genau. Guck mal, da kommen sie ja. Platsch, ich liebe den. Das Coole ist, im Gegensatz zum Bogen, die hat ja eine extreme Zugkraft, liegt sie sehr gerade, ne? Klutsch. Da ist so ein blöder Kriecher. Also, naja, Kriecher, das ist dieser Springer, ne? Diese Spinne. So. Dann sammeln wir mal nochmal alles ein. Hä? Oh, Leute, wisst ihr, nee. Nee. Jetzt ist auch irgendwann mal Feierabend. Ich muss zur Queste. Aber wird immer interessant. Ja, okay. Ist nichts mit Feste, ist mit, wir machen hier vorher nochmal platt.
Ach, guck mal, der Herr im Anzug möchte was von mir. Nope. Schulden könnt ihr nicht mehr eintreiben, ist rum die Zeit. Huch. So. Huch. Ich wäre jetzt da Übermut wieder. Muss ich aufpassen, damit ich bei der... Sag mal, was hast du denn mit deinem Schräglaufen? Guck mal, wie ein normaler Zombie laufen, direkt auf mich zurennen. Nö, nee, das Rennen lassen wir einfach laufen, Torkel, ne? Flutsch. Oh. So, ich habe wieder ein paar Bolzen verbollert. Oben saßen sie drinnen, die Säcke. So, um ein. Und dann haben wir hier noch Federn. So. Dann fahren wir mal jetzt weiter. So. Haben wir da rum, da, dann sind wir da. Wir sind mitten in der Innenstadt. Das könnte interessant werden. Hier werden. Der sieht interessant aus. Crackerbook ist gut, aber sieht mir zu groß und zu gefährlich aus. Ich glaube, das wird noch nichts. Ich glaube, das wird noch nichts. Was ist denn das hier? Das ist ein Zweiergebäude hier, das Ding? So, eins haben wir aber noch nicht gemacht. Gab's den früher schon? Die habe ich ja mal in meinem anderen Spielstand gesehen, dass hier ganz oft auch gerne Bücher drin sind, ne? Gucke da. Bauplan, gezähnte Klinge. Kurz lauschen. Ich höre nichts. Gut. Und hier haben wir ja festgestellt, die bringen eine ganze Menge Kohle. Dann machen wir mal, testen. Ja, ich weiß nicht, wie viele Missionen wir machen, ob wir ein, zwei. Ich will das Ganze ruhig angehen. Morgen ist ja dann die Horde-Nacht sozusagen in der Folge. Wird dann in der Nachtfolge werden sozusagen. Und da wird noch mal ein bisschen Action sein. Da muss ich ja dann auch noch mal rüberfahren. Deswegen könnte auch sein, dass wir heute mal nur eine kurze Folge machen. Mensch. Lollek. Kannst du das... Bevor der kommt, bitte öffnen. Danke. 822. So. Wer... Wo? Oder was? Da drinnen irgendwo war. Jetzt habe ich sie da drinnen geweckt. Da bin ich eigentlich recht leise unterwegs. Hä? Ich höre da irgendwo einen rumtorkeln. Dagegen hämmert jetzt einer, war. Ich habe da drinnen wach gemacht. Mist. Na egal. Dann machen wir mal etwas anderes. Ich würde gerne nochmal ein Thumbnail mitnehmen heute. Das Gebäude kennen wir noch nicht. Bin hier gespannt. Bin hier gespannt. Oh, jetzt drücke ich hier die falsche Taste. Nick mal wieder runter. Sehr gut. Irgendwie habe ich jetzt gerade Bedenken bei dem Gebäude. Ist das das alte Parkhaus? Ist ja krass. Ich finde, das haben sie richtig schön gemacht. Klar, doof für die Zerstörung, aber wahrscheinlich ein interessanterer Spot dadurch. Sieht aber sehr interessant aus. Dadurch. War mal ein altes Parkhaus, das stand auch immer ganz komisch drüber. Das haben sie jetzt auch, finde ich, besser hingekriegt. Wodurch das jetzt ebenerdig steht. Sonst war der immer so leicht höher, da kam es dann gar nicht rein. Ist ja gar nicht mehr das Parkhaus. Okay, ein bisschen was anderes. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Das hätte man daraus auch eine schöne Hordefalle aber irgendwann mal vielleicht ersinnen können. Aber gut. Okay. Säuber das Gebiet. Du bist schon gesäubert. Das wird's interessant. Hier ist schon gesäubert. Oh, jetzt habe ich dagegen geschossen, wo man nicht gegenschießen wird. Ach, hier ist schon offen. Hi. Oh, das war ein Gelbäugiger. Nicht schlecht. Hallo? Da liegt, glaube ich, einer. Da steht keiner. Was bist denn du? Nee, du bist schon tot. Da. Ist es normal, dass die hier schon alle offen sind? Geht man hier echt lang? Oh. Hör auf rumzuballern. Guck mal, jetzt steht er da. Steht
Steht er da drüben, ne? Ne, jetzt geht er wieder. Ne, der wartet jetzt. So, jetzt machst du nichts mehr, mein Freund. Der Armbrustpfeil, die Armbrust ist cool. Einfach nur cool, aber wir müssen halt wirklich auch mal schnell sein, dass wir dann wechseln können. Das sollten wir auf jeden Fall machen und nicht aus Acht lassen. Kein Krach weiter. Bleiben auf jeden Fall weiterhin leise. Okay. Da hinten sitzen, so wie es scheint. Mal. Hä? Was sind die denn? Sitzen noch da hinten oder nicht? Da oben ist jetzt nichts drin, ne? Okay. Was war denn das? Boah, na toll. Boah, weia, das sind ja jetzt hier mal überall Ferale oder was? Ich hab den da hinten nicht gesehen, wa? Wie schon wieder so blöd. Ach, Mist, hier ist ein Dings vor. Ah! Warum loot ich denn? Sag mal, wenn ich so durcheinander komme, wa? Dann habe ich totale Probleme. Dann mache ich mal. Ah! Panik looten. So. Ey, das ist ein Zweiergebäude. Das ist ein Zweiergebäude, ne? Also, man darf sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Und hier rennen mir jetzt schon ein Ferale und ein Kopf entgegen. Da muss ich dann scheinbar hoch. Da einer drinne. Da nicht. Okay. Licht habe ich aus, ne? Aber geil, wenn die aufsteht, habe ich die noch recht schnell erwischt. Ist ja geil, das macht ja sogar mit... Die ist Wahnsinn. Die macht ja... Stell dir vor, es gibt glaube noch einen, da ist, wo du noch schneller nachlädst. Stell dir vor, du hast einen Vierer-Slot, machst da vier Dinger rein. Was der für Schaden macht auf Epic. Das ist ja geil. Ah, die Endwelle könnte übel werden, ne? Wenn jetzt schon hier überall Feral rumrennt, wird schon ein bisschen Bammel wieder vor der Endwelle. Der hält immer ein bisschen mehr eigentlich aus. Aber ich hoffe, ich krieg den mit einem Hit. Von Ferala? Oh Gott, nee, bitte nicht. Was macht ihr mit mir? Ich will nicht schon wieder zigtausend Ferale haben. Oh, das hasse. Oh, da unten schon wieder einer gegen. Lasst mich mein Gebäude hier machen. Hä? Warum hast du denn da oben gemacht? Warte da. Hä? Hallihallo, Hallöle. Hier ist irgendwie nichts, ne? Doch, ich höre doch einen. Hasse das. Ich hasse das, weil ich nicht weiß, wo die sitzen. Das mag ich überhaupt nicht. Da haben wir... Oh. Ah, aber seht ihr, wir haben trotzdem immer noch schöne Spannung dabei. Nimm mal wieder mit. Geht's da auf? Da sind Riegel. Da geht's nach draußen aufs Dach, wa? Und hier wären wir hochgekommen, aber war nicht. Okay, okay. Hier ist jetzt der Bereich. Wo geht denn das jetzt hier hin? Hä? Ach, guck mal, da kannst du schon ein bisschen vorarbeiten. Was ist das denn hier? Oh oh. Oh oh. Die kommen doch 100 pro Jahr alle runtergerusht, wenn du das nicht vorher wegmachst. Wusste ich doch. Was, wow. Oh, Leute, lasst mich jetzt mit auch noch mit Hunden in Ruhe. Nee. Irgendwo muss ja auch mal Feierabend sein.
Okay, der ist nicht. Ich will mal meine Armbrustbolzen. Siehst du, du gehst dann durch die Tür durch, denkst du nichts? Und wumm, kommen die von oben runter, als das mies. Deswegen gehe ich lieber vorsichtig vor. Ich mag keine solche Überraschung. Das ist mir nicht meins. Ey, da ist noch ein Bolzen von mir. Ah, jo. So, dann haben wir die Mission auch geschafft. Gib mir mal meinen Bolzen wieder. Nicht schlecht. Ist er noch? Ist voll genial. Also ich muss sagen, die Städte. Ich finde, die Städte haben sie richtig toll gemacht. Kann man sagen, was man will, aber das haben sie wirklich gut umgebaut mittlerweile. Wenn man weiß, wie sie angefangen haben. Ach, schade. Was haben wir hier? Militärstiefel. Fette Militär-Tarnstiefel, die Geräusche beim Bewegen reduzieren und kein Ausdauermalus besitzen. Haha, coole Sache. Ja. Da ist aber noch nicht drin, oder? Der ist irgendwo hier unten. Oh. Mal Bücher mitnehmen. So, wie machen wir weiter? Wir gehen jetzt erstmal ab. Ach, kennen wir schon, können wir verkaufen. Ah ja, genau, jetzt ist erstmal Loot-Time, ne? Wir müssen das Gebäude looten. Wo hängst denn du rum, du Dödel? Hier unten? Ich sehe nichts. Kann ich mal was versuchen? Das? Mal, mach mal so. Nee, doch. Nee, warte mal, einmal weg. Also, es geht nur in der Form, okay. Aber eigentlich müsste er mich doch verlieren. Er dürfte mich nicht mehr hören, weil... Mal! Jetzt echt da unten rum, oder was? Okay. Das heißt also, wenn wir oben nicht aufpassen, kriegen wir gleich noch eins auf den Deckel von... Uah! Oh, da ist er sauer. Da will er nicht. Er kommt dann gleich dadurch, wa? Hallo? Bin hier. War ja klar. Guck mal, wie mache ich das am besten? Genau, ich hüpfe mal hier rauf, hüpfe mal hier rauf. Mal darauf. Kann ich die von hier aus öffnen? Nee, wa? Oh, der ist eh gleich durch. Alter, ihr habt da alle eine Macke hier. Na komm raus. Das war doch aber ein Feraler. Die sind doch trotzdem an sich schon 825 EP, oder nicht? Müsste der mir nicht mehr geben? Könntet ihr jetzt aber aufhören? Ich hab genug. Ich will nur noch looten. Ich will nur noch looten, bitte. Ihr könnt aufhören. Nicht mehr. Danke. Blöden Viecher, ey. Dabei bewege ich mich eigentlich die meiste Zeit. Ich brauche einen Schalldämpfer. Ich brauche einen Schalldämpfer, damit ich den wegmachen kann. Mal gleich wieder lauschen, ob gleich der nächste kommt. Oh. Ja, da unten klopft schon wieder einer rum. Leute. Oh, der Hund aber. Der Hund. Junger Mann, machen Sie jetzt bitte das Schloss. Sagen Sie mal. Was ist denn los? Heute ein bisschen zittrig. Gut, kann ich verstehen. Nach der Shocking-Attacke gerade eben mit dem Hund. Noch mehr Geld. Das ist gut. Haben wir hier noch was Feines? Ja, brauchen wir. Nehmen wir mit. Brauchen wir auch. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Können wir eigentlich schon eine Machete bauen? Nee, da brauchen wir das den Plan, Bauplan Machete. Guck mal, da war er sauer. Hat hier die Spiegel dann zerstört. Oh, warte mal. Ich nehme mich mit. Fleisch ist Fleisch, ne? Kann man mitnehmen.
Können wir verwerten, können wir uns was zu essen machen. Kommen sie denn? Müssen die hier nicht querfährt reinlaufen, um hier hochzukommen? Schittinkowski. Was ist denn jetzt hier los, ey? Irgendwie geht's gerade ab, sage ich euch. Es geht gerade ab. Überall klopfen sie rum. Ich bin so ein bisschen ängstlich, da runter zu gehen. Ein bisschen Angst, da runter zu gehen. Ey, was machen die denn hier? Habe ich jetzt schon wieder Horden angelockt oder was? Wie letzte Mal? Problem ist, was ich gerade ein bisschen schade finde, ist, wenn du draußen auf den Beton läufst, hört sich so an, als ob du, Wir sind da unten drunter. So, einmal. Gleich mal vorsichtshalber nachladen, bevor die nächste da rauskommt. Da hängen ein bisschen mehr drin rum, ne? Die Frage, ob feral oder non-feral. Feral oder non-feral. Hallo? Kommt da rein? Oder raus? Jetzt runtergehe und dann überrannt werde, habe ich auch wieder keine Lust drauf. Warte mal. Wo bist denn du eigentlich reingekommen? Hä? Und der jetzt da oder da? Und das kann er nicht durchkommen, ne? Ich glaube, ich kriege das Gebäude heute nicht gelootet. Oder ich gehe von unten rein und loot nochmal von unten. Habe ich ein bisschen mehr offene Fläche. So, leckt mich doch. Kommt doch, hier bin ich. Da drin schon wieder das ganze Gebäude leer. Hilfe! Von allen Seiten. Ja, geh mal weg. Lass mich jetzt mal den machen. Habt ihr irgendwelche Probleme? Könntest du die von der... von hier drüben sein? Oh, das war ein feraler Kriecher. Ich dachte, dass die schneller kriechen oder sowas. So. Seid ihr fertig? Darf ich jetzt looten, Leute? Ja, schon looten können. Ja, hätte ich schon, aber wie gesagt, ich spiele immer noch mit dem Ansinnen. Das dürft ihr bitte bei mir nicht vergessen. Ich möchte nicht sterben. Ich versuche, so lange es geht, nicht zu sterben. Das ist für mich wichtig. Das ist einfach so ein kleiner Versuch, wie weit komme ich? Wie wäre das in so einer Apokalypse für dich selber? Wie weit kommst du, bevor du verstirbst? Weißt du? Und das würde ich nämlich gerne versuchen. So, mal kannst du essen. Wir haben zwar was zu essen drin, aber ist nicht schlimm. Nimm mal mit, brauchen wir immer wieder. Genau, da geht's auch raus. Machen wir erstmal hier zu. Hier war das mit dem Kopf und dem anderen da. Ja, okay, nimm mal mit. Aber warte mal. Nimm mal den mit. Und reparier mir den mal einfach. Dann haben wir den repariert. Nimm mal bitte aber eine Waffe in der Hand. Ich habe so ein ziemlich schlechtes Gefühl heute hier ein bisschen. Die sind alle ein bisschen durchgedreht. Echt, warum kann ich keine Macheten höherwertig bauen? Ah doch, Vierer. Kann Vierer Messer bauen, Vierer Machete. So, hier haben sie sich jetzt reingeklopft. Hier machen wir mal zu. Und hier... Und hier und hier und hier sitzen sie überall schon. Das war jetzt eklig. Da war Mais im Klo drin. Und der nimmt's raus, also die Samen von Mais. Aber, oh. Nee, Kaffee machen wir erstmal nicht.
Gehen wir mal mit. So Antenne auch erstmal nicht. Anbau machen wir noch, aber ich habe gerade noch nicht die Mittel, wo ich das mir anbauen kann, wie ich es gerne möchte. Oh, den kennen wir schon. Den packen wir wieder zurück, damit wir nicht überladen sind. So. Ich muss aber jetzt schon sagen, bin ganz ehrlich, dass mir die Zweiergebäude jetzt hier schon schwieriger vorkommen als davor die Dreiergebäude. Ich finde das hier schon einen kleinen Ticken schwieriger. Persönliche Meinung nur. Jeder andere sieht es anders. Ihr würdet wahrscheinlich, die meisten würden wahrscheinlich hier durchrushen und würden sagen, pff. Aber so wie ich es halt spiele, ist es halt, ja, ich nehme es halt auch arg mit. Ist aber interessant so. Es macht Spaß so, es ist toll so. Ist so ein kleiner Nervenkitzel einfach nochmal. Nach der Arbeit, nach dem Gesamten. Das macht Spaß. So. Nö. Hast du hier noch einen Kaffee? Nur Pulver. Hätte ich eigentlich ganze Pulver mitnehmen können, hätte ich mir wahrscheinlich doch ein... egal. Ich glaube, wir machen auch heute mal nicht. Heute war eine entspannte Folge. Entspannt mit Herzinfarkt. Genau. Entspannt mit Herzinfarkt war das heute. Hier noch... Oh, Kaffee, Kaffee, Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee. So, den hatte ich ja gelootet, ne? Da war nur noch ein... Ja, leere Gläser nehme ich auch mal mit. Weil wir brauchen ja öfters mal Wasser, weil ich mir auch gerne halt, wie gesagt, das Essen vorbereite und alles. So, alles mitnehme. So, hier haben wir noch Stühle. Stühle, was haben wir hier noch drin? Hat zwar weniger Kältewiderstand, sollten wir aber mitnehmen. Wir haben noch keinen. Wir machen uns dann so ein Dress für die Wüste, wenn wir mal in die Wüste müssen. Dress für hier halt, wie gesagt. Und Dress halt im normalen... Die normalen Biome. So. Ich würde gerne meine Sachen wieder alle einsammeln. Verdammt. Habe ich mir wehgetan. Aber ich sehe durch diesen ganzen Schnee nicht, wo der runtergegangen ist. Ne. Ich sehe es leider nicht. Schade. Ich habe gedacht, dass wir vielleicht noch den Loot-Drop nehmen, aber ich sehe den nicht. Mist. Aber vielleicht habe ich irgendwann mal wieder das Glück, dass ich durch Zufall dann sehe. Dann nehmen wir den mit. Und wenn nicht, ja, meine Güte. Ist nicht schlimm. Passiert. Ich mache so, wir werden jetzt zurückfahren, geben ab, fahren kurz zu uns an die Base, werden noch ein paar Sachen mitnehmen für die Hordenacht. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Oh, oh. Oh, oh, das sieht mir jetzt schon gefährlich aus. Da fahre ich lieber nicht lang. Ist schon cool gemacht, das ganze Ding, wie es alles hier drin ist. Da hinten. Geht arg im Norden runter. Versuchen wir mal zu erreichen. Irgendwo da hinten haben wir ihn gesehen. Geradezu, ne? Müsste ja noch eine Weile... Das nur auf dem Vorderrad. Ja, ja. Der Rasi, der kann. Ach, der Rasi. Bin ich im falschen Spiel. Hä? Der Lollek, der kann's. Rasi kann's auch wahrscheinlich. Aber bei denen gibt's sowas noch nicht. Boah, Leute. Ihr nervt mich jetzt gerade. Ich versuche doch nur den Luftabwurf zu sammeln. Irgendwo hier ist er, sollte er runtergekommen sein, ne? Da! Juhu! Wir haben geschafft. Geniale Sache. Das ist cool. Nein, du, das ist nichts für dich. Das ist alles nur für mich. Kurz mal hier. Was haben wir? Ja, nimm mit. Ist die hier? Ist. Unpassender Zeitpunkt. Warte mal, ganz schnell. Das wollen wir behalten. Das wollen wir behalten. Das wollen wir behalten. Zack, zack. Mitnehmen. Und tschüss. Ja, nö, du, halt mal nicht. Hab genug von euch heute. War wieder ein bisschen zu viel. Zu viele kleine Zombies hier unterwegs. Und sich einfach wieder vermehrt, diese Zombies. Ekelhaft. Einfach zu viele Zombies unterwegs. Meine einer kriegt einen Herzinfarkt. In der Zweier-Mission. Kann man die jetzt eigentlich, die Zombies mit dem Motorrad... Ich glaube, hab ja schon ein paar umgefahren, ne? Aber Großscha so einer hat mir einen ganz schönen Schrecken verjagt. Damit wir jetzt gerade nichts zu tun haben. So, wir sind gleich beim Händler. Ich gebe dann ab. Wir fahren, wie gesagt, kurz zur Base zurück. Oder ich mache das, ich mache das alleine. Sammle ein paar Sachen dann ein. Und wir sehen uns dann morgen zur Hordenacht. Ich fahre schon hin, mache alles vorbereiten, noch was vorbereitet werden muss. Und dann... Wow. Was macht denn dann Bärschi?
Wir verkaufen mal, das bringt mir nichts. Guck mal, was bringt mir. Holla, holla, lala. So, superb. Müsste da eigentlich lang, aber ist ja jetzt egal. So. Um mich ist der Herrnlehrer. Was haben Sie für mich? Halli, hallo. Hi. But not great. Warte mal, bremst dir das ganze Bergbau. Du kannst aus Erze, Stein und Holz kompakte Stapel fertigen, die sich leichter tragen lassen. Cool. Ich glaube, auf 6, von 6000, ne? Ich habe da, glaube ich, ein paar Steine. Abgeschlossen. Ach, das war eine Stufe 1? Jetzt wird's peinlich langsam. Jetzt wird's langsam peinlich. Eine Stufe 1 Quest. Holla, die Waldfee. Das habe ich jetzt aber eher nicht bedacht. Tag 1. Ach ja, war ja eine Reset, ne? Oh, Munition finden. Ja, nehmen wir mit. Raketenwerfer ist cool, aber das Geld will ich jetzt gerade nicht für sowas ausgeben. Mods-Dinger ist nur ein einziehbarer Schaft und dieser Verbindungsmod. Nö, 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 nö. Oh. Ups. Den nehmen wir mit. Betonmischung mache ich nicht. Ist zwar cool, aber mir reicht, wenn wir die anderen Sachen haben. Dahin kriegen wir nachher so oder so so viel noch zusammen. Von daher, oh, Patronenhülsen. Sind zwar nur 110, aber ich kann nochmal 110 Schuss Munition machen. Dann sind wir bei knapp 1000 nah für die Horde nach. Okay, komm, den machst du mal jetzt auch. Das ist mal ausnahmsweise wegen der Horde nach. Sonst will ich es eigentlich nicht machen. Was hast du da noch? Warte mal kurz. Kartoffeln. Ja, Kartoffeln wären gut. 76 auf jeden Fall. Pilze auf jeden Fall auch nochmal. Daraus kann ich nochmal ein schönes, leckeres Essen machen. Wir kochen selber. Wir kochen selber. Brauchst jetzt kein Süßzeug, Mr. Lolek. Das brauchen wir nicht. Super. Also, von hier aus würde ich sagen, ich mache mich jetzt in Richtung Heimat. Wird mal gucken, dass ich jetzt alles noch zusammenpacke. Vielleicht bereite ich mir noch ein paar Kleinigkeiten vor. Ein paar Snacks oder sowas für unterwegs. Guck mal, kann ich den von hier? Zack. Kommt der Bär. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ich habe die Jägermod drin, ne? Sieben. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Schuss für einen Bären. Musstest du dich bewegen? Ich will jetzt einen Test machen. Bleib mal stehen jetzt. Sag mal, hüpf doch mal da rauf. So. Ich glaube, einen hatte ich getroffen und der zweite saß jetzt und der Schädel war weg. Zwei. Selbe. Der schlägt weiter, oder was? Oh, Leute. Reiz 10. Einen verdammten Schuss, selbe EP-Anzahl. Die müssten die Bären nochmal dann verändern. Die Bären müssten wesentlich mehr EP wählen. Als das hier. 1000 Minimum. Suppidubi. So, dann war's das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal ein Kommi, Like oder vielleicht auch ein Abo da lassen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Nächste Folge Hordenacht, nicht vergessen. Dann geht's rund. Ich bin gespannt, wie wir das machen. Die beiden Klingenfallen sind ja angebracht. Ich werde da nicht mehr viel verändern. Und Horde, welches Level wir haben da für die Hordenacht etc. pp. Das gucken wir dann nochmal kurz davor. Und ja, wenn es euch wie gesagt gefallen hat, Abo, liken, kommentieren etc. pp. Und ansonsten sehen wir uns ja wie gesagt in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.